Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Und das nicht alleine, wie man schon feststellt, denn sondern zusammen mit den Gamerwood. Uhu. Ja. Schön ist es ja anzusehen, aber eins sagen wir gleich vorweg, es könnte sein, dass entweder A, die Folgen länger werden, weil wir noch ganz viel machen müssen in Warenkammerjäger-Modus und ultimativer Kammerjäger-Modus und. Genau, und danach kommt ja auch noch unser Borderlands 3-Stream. Das ist aber eher nebensächlich. Was ich sagen wollte ist, der Herr Borderlands 2 verdammt viele Nebenmissionen hat, wie ich feststellen musste, und dann noch dazu kommt die ganzen DLCs, werde ich jetzt voraussichtlich bei Borderlands 2 doch 40 Minuten Folgen ab sofort machen, wenn ich alleine spiele. Sammle Anhaltspunkte. Wie sehen die Anhaltspunkte aus? Sprich mit mir, Angel. Ich Gegner töten. Am besten gestern. Ich habe jemand mit großem Potenzial gefunden. Sein Name ist Zero. Zumindest wird er so genannt. Keiner kennt seinen richtigen Namen und... Nein. Der Nächste. Ich hasse diese Typen, die einen noch mysteriöser Krieger machen. In 9 von 10 Fällen haben sie nicht wirklich was zu bieten. Wen hast du noch? Viele Zero-Überwachungsaufnahmen ab. Slack dich, Freak! Danke, dass du keinen übrig lässt. Immer wieder, gerne. Ich hab gesehen, ja, dass du ein Haiku. Ich hab das letztes Mal durch meinen großen Metro bekommen, ne? Der Typ redet immer in Haiku, Jack. Oh, ich verstehe das nicht. Warum nerft man die Borderlands 2 Charaktere? 3. Warum muss man Borderlands 2 Charaktere nerven? Ich meine, gut, ich spiele die einzige Klasse in Borderlands 2, die noch nicht genervt wurde, aber ansonsten finde ich es blöd. Nachdem wir ihren General gekillt hatten, sind die restlichen Lands zu uns übergelaufen oder desertiert. Die Deserteure ließen sich in Old Haven nieder und überfielen und töteten jeden im Umkreis von einem Scheißhaufenwurf ihrer kleinen Stadt. Die bringen mir nichts, die Klassenmods. So. Boah, ich muss mich erstmal wieder an das Springen von Borderlands 2 gewöhnen. Ja, Leute, es gibt nämlich bei Borderlands 3 das schöne Klettern. Das hat man in Borderlands 2 ja nicht. Da muss doch irgendwo ein Fahrstuhl oder sowas nach oben sein. Ich glaube, hier hinten war dieser blöde Fahrstuhl. Ach ja, ihr habt einen Skillpunkt übrig, Leute. Ich sollte mich mal vielleicht skillen. Wäre zumindest nicht verkehrt. Na super, ich bleib am Ecke hängen und dann trifft mich so eine scheiß Kugel. Hey, irgendwo hier muss doch das Ding sein. Halt doch, ihr Fischer! Nein, das ist flächendeckend. Du musst Gegner töten zum Sammeln. Ist das nicht echt
Die Gegner haben so Kartenstücke dabei. Wow, Legi-Granate. Not really, oh. Wochen fuhren Roland und Lilith nach Old Haven und löschten den Rest. Doch, die hatten normaler Mob hat eine Legi-Granate getroffen für Level 50. Na super, für meinen Levelbereich. Nimm sie dir mal mit. Ja, bin schon in der Nähe. Hi. Warte. Oh, und die macht weniger als meine allerdings. Korrosion ja, ist. Und die macht auch einen Korrosionsschaden nach oben. Warte, ich muss. Ja, ich muss testen. Willst du an ihr testen? Versuchst du auf den Gegner ohne Schild? Ja, wäre eine Idee gewesen. Ah, da haben wir den letzten. Jetzt solltest du wohl in die Caustic Caverns und den Hinweisen folgen. Läuft alles nach Plan. Wirst du ein steinreicher sein. Boah. Die ist so ätzend wie deine Granate, Jan. Zeig mal. Ich sterb fast selber an meiner Granate, mit anderen Worten. Das ist geil, wenn du selber an deiner Granate sterben kannst. Du weißt, sie macht genug Schaden. Guck. Wo waren jetzt nochmal? Ne, Quatsch. Irgendwo war doch der Weg nach oben. Ah, da hinten. Stimmt ja. So. Legendary! Findet mir einfach mal eine Legendary, Leute. Also das ist not bad, sag ich da nur. Heraus, bist du langsam mal am Punkt? Zu reisen? Ja, ich bin auf dem Weg. Sammel parallel zwar noch ein bisschen Kleingeld auf und so. Apropos Kleingeld, ich kann ja nochmal Kram verkaufen. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Die bleibt bestehen, die bleibt bestehen, glaub ich. Die bleibt bestehen, die bleibt bestehen, die bleibt bestehen, die bleibt bestehen. So, hier sind die. Tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Meine Granate behalte ich trotzdem mal bei, sicherheitshalber. 30. Ja, meine macht einfach mal 70.000 mehr. Nee, Quatsch. 60.000 mehr. Minimum. Aber hast du einen Spezialschaden drauf auf deiner Granate? Nein. Das Einzige, was sie macht, ist, sie zieht die Gegner zusammen. Siehst du, da ist Korrosion besser. Weil da hast du über 100.000 Korrosionsschaden noch drauf. Ja, aber noch besser wäre, wenn da nicht nur Korrosion drauf wäre, sondern auch dieses Zusammenziehen. Diese Granaten habe ich schätzen gelernt, so allmählich. Leider. Hast du auf der Karte das Easter Egg gezeigt eigentlich? Du meinst das, sag mal schnell. Wie heißt das noch? Souls, Dark Souls, Isaac, ne? Warte, folgt mir einfach, ich kann dir zeigen, wo es ist, ich kann es auswendig. Nein, müsste das Dark Souls sein, ne? Warte, das war. Auf einer einsamen Insel, ich weiß. Das sind diese Feuer bei Dark Souls, meinst du, Jan? Genau, die. Ich weiß nicht, ob es Dark Souls war. Ja, ist definitiv.
Das sind nämlich diese, wo du Schlüssel speicherst oder deine Sachen verbesserst. Übrigens, bester Ort hier, um Geld zu farmen, Leute, falls ihr massiv viel Geld braucht. Natürlich geht das hier nur, wenn man Leben dafür hat. Und genug Schild. Ah, super! Wo ist das, was mich gekillt hat? Da. Na toll, irgendwas hat mich in die Säule geschubst. Na und, ich laufe gerade durch die Säure zur einsamen Insel. Bin da. Ja, wie gesagt, ich hab's schon gezeigt. Das war im normalen Kamega-Modus sogar. Und das hat mir schon ausgereicht da zu dem Zeitpunkt. Wieso denn? So viel Schaden macht das Krokodil jetzt auch nicht. Bei mir leider Gottes schon. Das war dieses Feuer, das war das Feuer. Darius. Ja, ja, wie gesagt, wo der Typ im Feuer wird. Genau, Dark Souls Feuer. Wie gesagt, wo man ja Schlüssel speichert und so alles. Ah, scheiße. Ach, das sind solche Granaten, die auf die Gegner fliegen sogar. Okay, ja, das ist dann ja noch besser. Ja, siehst du, so wie meine. Meinst du es aber in Borderlands 3, ne? Nee, meine Borderlands 2 ist auch gegnersuchend. Borderlands 3 und 2 habe ich gegnersuchend will. Ich hätte nichts gegen ein bisschen Hilfe hier drüben, ne? Allerdings machen meine Borderlands 2 Granaten wesentlich mehr Schaden. Boah, ich bräuchte den Borderlands 3 im Gebiet. Aber ich weiß nicht, ob es diesen Borderlands 3 überhaupt gibt. Ja. Angeblich soll es ja jegliche Schilder geben. Mein Raketenwerfer ist besser, dann kann der ignoriert werden. Im Schatten des Baggers. Geil! Und sowas kriegt der Wissenschaftler. Ah, hier gibt's auch das Minecraft. Ja. Guck auch mal. Schon gezeigt? Ja. Dafür müssen wir jetzt nur den Schienen folgen. Aber wir müssen erstmal in Schatten des Baggers. Also da oben ist der Bagger. Er ist groß, wütend und im Schatten. Das heißt hier Schatten irgendwo. Hier muss ein Schalter irgendwo sein. Ah, das sieht doch gut aus. Hier, ja, hier. Innerhalb Dahls blutigem Sechsten. Okay. Unter der säulgetränkten Eisenbahn. Das ist wieder am Anfang, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Ja. Immer mit der Ruhe. Hinter dir war ein Borderlands-Symbol, ne? Hier. In dem Bereich. Da. Loch. Hier. Hab ich schon. Okay. Ja. Lauf mal die Treppe nochmal komplett hoch. Du bist runtergeplumpst? Das gefällt mir. Ja, obwohl ich eigentlich angesprungen bin.
Wow, weißt du, wie viel Erfahrung ich pro Gegner bekomme? Mit dem 65er Charakter. Eins? Ja. Mach dir nichts raus. Bei mir sind es, glaube ich, nur 4 Grad mal. So, soll das eigentlich der Eisenbahn? Da drüben müsste das dann sein, dementsprechend. Das ist an einem der Pfosten dran. Siehst du, habe ich nicht gesagt. So, ich komme wieder zurück. Mit mir wird mega geschossen. Naja. Deswegen, der Weg ist so um kürzer, wenn man die zwei auslässt erstmal, ne? Nicht unbedingt, du kannst auch. Warte, du kannst auch die anderen ersten. Also du kannst sie auch in einer Reihe machen. Hoppla! Da extra zum Schalter. Okay, nee, warte mal. Moment. Karte? Ah doch, wir müssen. Genau. Oder wir können mal eben hier. Wir müssen, glaube ich, den Minenwagen schieben, habe ich das Gefühl. Leute. Oder ich täusche mich halt. Hi, ich habe mir hier noch eine Erfahrungspunkte. Hast ja nichts dagegen, ne? Hast ja nichts dagegen, dass ich einzelne Erfahrungspunkte noch bekomme. Nee, das dauert zwar ein bisschen länger, aber hey. So denn? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin bei 4.096.000. Hilfe! Aua! Das tut nicht gut. Hört bitte damit auf. Na also. Müssen wir eigentlich hin? Maximale Gesundheit, dafür Ladegeschwindigkeit ein runter. Ja, das hört sich gut an. Da ist nicht mehr so gut. Okay, Leute, sorry, jetzt hat es wieder den Hänger, wie ich es vorhin schon einmal hatte, Leute. Es tut mir leid. Aber es hat sich wieder gerade sehr schnell eingerichtet. Okay. Nein, das war schon das, wo wir hin sollten. Ironischerweise. Kannst das nächste. Auf der Mission. Guck mal das nächste, was hier in dem Bereich wäre, missionsmäßig. Ich tu dir einfach gerade eine nach der anderen machen. Okay. Ich mach mal schnell Sterne an den Sachen, die ich behalte. Okay, und jetzt fängt's wieder. Grandios. Ah, jetzt geht's weiter.
Die eine Klassenmod kann der Stern ab. Das kommt definitiv weg. Könntest du vielleicht. Okay. Oh, der tankt wieder. Na toll. Grandios heute. Hallo? Hallo? Hermawood? Ja? Okay, jetzt hört man nicht wieder. Jetzt hängt es hier bei einer Sekunde Fahrtreise oder wie? Bei mir ist Ladebildschirm. Seltenheit ist nicht alles. Seltene Waffen mit niedrigem Level können schwächer sein als gewöhnliche Waffen eines höheren Levels. Ein Skag kommt nie allein. Achte auf ihre Höhle. Nicht, dass sie dich überrennen. 10, 9. Battlesringe sind unbegrenzt, solange du Herausforderungen abschließen kannst, du unendlich Belohnungen einsacken. Ich kann deiner Sitzung gerade nicht beitreten. Weil ich mitten in eine Lade. Weil ich mit dem in eine Ladebildschirme sehen. Das hört sich komisch an. Ich kann das nicht. Mach du den Salvador. Nee, nee. Und da hängt es immer noch. Hängt der Ladebildschirm? Ja, ich würde sagen, ich würde. Deutsch, warte mal. Sanctuary Hole. Wieso denn Sanctuary Hole? Bist du nicht mit der Reisestation gereist? Hallo? Gamerwood? Entschuldigung, Leute. Aber anscheinend ist der Gamerwood AFK. From the keyboard. Dun 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 dun. Das hört sich gut an. Das Problem ist, ich sehe nur den Ladebildschirm, Leute. Ja, also ich würde sagen, dann starte ich das Spiel mal ganz kurz neu. Okay! Es tut mir leid, Leute. Es ruckelt gerade der Sound. Okay, jetzt ist wieder Ruhe. Hallo? Gucken, vielleicht kann ich dir jetzt beitreten. Ah, der Gamer wurde es auch wieder zuhören. Ja, ich kann gerade die ganze Zeit nicht beitreten. Jetzt geht's auf einmal. Ich bin aber immer noch in einem Ladebildschirm, wo Sanctuary Hole steht. Die Frage ist, hast du nicht mit der Schnellreisefunktion genutzt? Nee, ich bin einfach gereist. Oh, grandios. Anstatt zu dem nächsten Missionsziel. Ja, das wurde mir angezeigt, dass wir da nach Sanctuary Hole in die Richtung müssen. Ja, aber das Blumenpflücken ist doch in 1000 Cuts. Schon vergessen? Ups. Lesen kann es da ein Vorteil. Und ich kann lesen, deswegen lese ich jetzt. Hast du es satt, das Kont... Okay. Dann eben halt den anderen Text. Tidio-Waffen laden schneller nach als die Waffen aller anderen Hersteller. Außerdem explodieren sie beim Werfen, was auch ganz nett ist. Ja, Leute, wenn die Waffe leer ist, werfe ich sie auch dem Feind vor die Füße. Boom! Und hoffe drauf, dass die Waffe explodiert. Trifft dein Geschütz keine Feind.
Explosive Elementarschaden fügt allen Feinden verlässlich, wenn auch keinen spektakulären Schaden zu. Aber yay. Wie gefährlich ist es bitteschön, wenn die Waffe selber eigentlich eine Granate ist, womit du eigentlich ballerst? Halte das mal fest, ne? Okidoki, Leute, da läuft es wieder einigermaßen. Ich weiß nicht, was mit meinem PC heute los ist, aber heute streikt irgendwie die Technik sowieso schon ein bisschen. Ich dürfte allein schon irgendwie tausendmal bei Rocket League auch mit Kumpels mich neu verbinden. Hm? Ah, der Gamer wurde es auch wieder zu hören. Ihr merkt es, es ist langsam mal der Zeitpunkt, unterstützt mich, macht ein Abo, macht einen Daumen hoch. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und auch vergesst nicht, den guten Gamer zu abonnieren auf seinem Kanal, der ist unten verlinkt. Und bitte, 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 bitte. Ah ne, das war The Fridge, wo wir hin müssen. Und bitte vergesst nicht, auch seinen Mixer-Kanal abzuchecken. Link ist auch auf seinem Kanal, das machen wir demnächst auch noch einrichten. So, jetzt war ich nur noch darauf, dass der Gamer wieder beitritt. Dann geht es in der nächsten Folge auch schon weiter, würde ich sagen. Weil ich mache jetzt hier definitiv mal ein Folgenende, weil das war jetzt echt eine Katastrophe, wie mein PC sich jetzt zum Ende hin verhalten hat. Und dann bis